Dann fallen wir jetzt hier runter. Hi. Ja. So. Ich glaube, der Fussel hat sich verlaufen. Kannst du einmal hier stehen bleiben an der Ecke? Ja, ich bleib hier stehen. Ich bin ja zu. Ja, ja, ich bin hier nämlich zu selten drin, als dass ich den wirklich perfekt kenne. Ja. Ja, der Weg ist schon mal gut, den müssen wir gehen, aber wir gucken mal eben in die andere Richtung. Hi. Hi. Geht's weiter? Ich geh mal eben hier gucken. Ne, bleib ruhig mal stehen. Du bist für mich der Wegweiser. Ja, okay. Ja, hier waren wir doch schon mal, oder? Ja, das ist die Jump-in-Randecke. Alles klar. So. Folgen Sie mir. Rosalito, ich laufe dir hinterher. Sehr gut. In einem Affenzahn. Richtig. Affenzahn wegen Gorilla. Verstehst du? Machen sonst nur räudige Hunde, weißt du? Im Affenzahn? Mhm. Weiß ich nicht. Mr. D läuft ja auch gerne hinterher. Ah! Er hat auch Schiss vor mir. So. Könnte sein, dass hier noch ein bisschen Marmor liegt. Eventuell. Also, so rar dieses Marmor in der Welt verstreut ist, ne? So übertrieben viel ist hier in diesem Feuerameisenbau. Ist krass, ne? Mhm. Du sag mal, hab ich nicht, müsste ich nicht, wo hab ich denn, hatte ich nicht noch ein Essen? Weiß ich nicht. Ich hatte doch zwei von den Viechern, oder nicht? So, alles klar. Ja, eigentlich sind wir so gut wie durch. Jetzt gehen wir hier rum. Oben liegt wieder brutal viel rum. Ja, ja, komm, wir gehen da jetzt hin. Ach du Scheiße, die haben da völlig übertrieben, die Viecher. Ja, was denn? Du bist doch die letzte Feuerarbeiter-Ameise. Komm, kommst du mal her. Na toll. Jetzt läuft die wieder zurück. Sie kommt. Ich treib sie zu dir. Noch ein Stich, dann ist sie tot. Dann stichst du aber auch. Ja, ich krieg sie doch nicht. Ich bin doch hier am Looten. Ich hab ja gedacht, du wartest auf mich. Nimm dir doch mal eine richtige Waffe. Arsch, das Scheißding. Wir müssten mal den neuen Bogen uns auch angucken, ne? Dann machen wir eigentlich das Wespennest. Weißt du das? Sekunde, hier kommt wieder eine Feuerarbeiter-Ameise, die ich in deine Richtung heuche. Boah, da habe ich jetzt aber auch alles in Kauf genommen. Kommt noch einer? Kommt der zu dir? Deine Frage bitte nochmal. Entschuldigung. Wann machen wir denn das Wespennest? Das wäre jetzt das nächste. Also wir machen ja den Supermix Air und dann ist laut unserer inoffiziellen Liste ist dann das Wespennest dran, ja. Und dann der Mantis. Also können wir erst den Mantis machen und dann Wespennest können wir auch machen. Ja gut, Mantis ist natürlich eine ganz spezielle Vorbereitung. Ne? Da müssen wir genug Smoothies, Angriffs-Smoothies und so weiter haben, weil das ist ja ein richtiger Bosskampf. Jetzt nicht so ein Mörder-Bosskampf wie die Spinne, sondern so in der Art. Weißt du? Ja, aber ich würde jetzt auch nicht viel später dann die Wespenkönigin machen, ne? Also jetzt nicht. Nee, ich weiß, du willst fertig werden. Hier ist noch einer mit Essen. So, weil wir so wenig davon. Hat ja auch Gründe, warum ich fertig werden möchte. Ne? Damit wir dann irgendwann ein Factorio glänzen können, mein Lieber. Das weißt du doch. Ja, der Gorilla hat da Ideen, die mir natürlich sehr entgegenkommen. Ich finde ja, ne? Aber vorher ist ja noch was anderes dann gesagt, ne? Also ich raste aus von diesen Ameisen, die wegrennen. Also die gehen mir so. Ja, vor allem die kommen auch wieder, weißt du?
Ja, aber dann wieder mit voller HP. Ja, ja, die gehen weg, blase ich auch. Und dann wegen so nix, weißt du, so 0 HP. Die Ambus ist auch echt für den Arsch. Ja, die ist zu langsam hier, ne? Das ist bei den agilen Viechern ist die echt zu lahmarschig. Rasenmäher, Ameisenhaufen. Ja, ich hatte ja gesagt, wenn wir es richtig machen, kommen wir am Rasenmäher raus. Den wir hiermit erkundet haben. Und, du wirst es nicht glauben. Ich höre zu. Hier ist der Mixer. Hör mal, was ist das für ein Bullshit? Wie kann es sein, dass ich die infiziere, die Ameise? Die läuft mit wirklich 0 HP weg und stirbt nicht an der Infektion. Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Also eigentlich funktioniert die Infektion super. Die hilft wirklich. Aber diese Ameisen haben wohl irgendwie einen an der Klatsche oder so. Und dass die genauso schnell rennen, ne? Würden die wenigstens deutlich langsamer rennen, wäre alles okay. Aber die laufen ja, einfach... Eben, es wäre ja realistisch, dass wir denen irgendwie einen Fuß gehackt haben oder dergleichen, weißt du? Und dass die dann sagen, ja, komm, ich hab Knie, weißt du? Sowas. Genau. Aber nee. Sollen wir noch hier Rost einsammeln? Ach ja, können wir eigentlich machen, noch den Rost einsammeln, aber ich habe echt langsam keinen Platz mehr, ne? Ich fange schon mal an, den Mix-R umzubauen. Also ja, zu mach umbauen. Schon mal. So. Nicht umzubauen. Zu umbauen, ja. Falsche Betonung. Mhm, ganz genau. Au! Mann, du blöde Meise. Siehst du nicht, dass ich hier arbeite? Weißt du was? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meinen Speer. So, hast du wieder irgendwo reingehalten? Ja. Schon wieder Blut dran. Habe ich denn jetzt alles gesammelt hier? Ich hasse diese Beelenmeisen. Warum ist denn jetzt schon wieder dunkel hier? Da ist noch was. Oh oh, ich höre eine Mücke. El Mosquito. Schade, dass man den Rasenmäher nicht kaputt machen kann, ne? Ich bin gerade ein bisschen im Baummodus. Also ja, ist in Ordnung. Ne, nicht, dass du dich fragst, was ist mit dem los? Warum redet der nicht mehr mit mir? Wisst ihr, warum der nicht mehr mit mir redet? Was habe ich ihm getan? Ich habe ihn gerade noch gelobt, weißt du? Und das ist dann der Dank. Redet er auch nicht mehr mit mir. Immer das Gleiche mit denen. Was ein Wichser hier am Mixer. Für den Witz habe ich 3 Wochen gebraucht. Super, oder? Ja, also dafür war der gut. Ne? Schön beleidigend auch, so wie man das von mir kennt. Ja, anders gewohnt. Eben. Was kommt denn da jetzt? Tastes good. I feel good. Ich kämpfe gegen eine Tigermücke, damit du Bescheid weißt. Kriegst du hin? Ich habe nämlich hier eine Killerfeuerarbeiter am Hals, weißt du? Kann ich mir mal sagen, wo die ist? Irgendwo oben, ne? Nein, jetzt fängt das wieder an, Fussel, dass ich nicht sehen kann, was schon fertig gebaut ist. Was ist das denn für ein Bullshit? Alles gefixt. Jetzt muss ich einfach wild irgendwie die Mauern anklicken. Aber das Einzige, was verschwindet, ist der Hammer in der Blaupause. Der verschwindet, aber die Blaupause bleibt. Also ich kann immer noch da durchgucken. Ja, das läuft, ne? Weiß jemand, wo hier trockenes Gras ist? Schreibt das mal schnell in die Kommentare. Bringt mich nicht weiter, aber könnte mir helfen. Wir brauchen ein bisschen trockenes Gras. Scheiße. Wo habe ich denn trockenes Gras hier? Das ist ja alles so saftig hier, weißt du? Und jetzt ist natürlich auch finster. Das ist nicht so geil. Trockenes Gras. Ich will hier aber auch nicht so rumlaufen. Ihr wisst ja, wie das ist. Kommt nämlich schon wieder so eine Kackmeise, weißt du?
Ich denke mal, das sollte reichen, damit wir... Also jetzt, diesmal haben wir doppelt gemauert. Ja, ist okay. Wo könnte denn hier trockenes Gras... Da ist trockenes Gras, oder? Leute, das ist doch trockenes Gras, oder? Will schon wieder jemand was von mir? Natürlich. Boah, das wird so nervig, Kackmeisen, weißt du? Wie brauche ich denn jetzt noch was darüber, mein Lieber? Wo willst du was drüber bauen? Bogen. Über die, Supermix Air. Falls da gleich wieder irgendwelche Mücken geflogen kommen, keine Ahnung. Einen Boden drauf machen. Da geht nur Grasboden, ne? Oder Stängelboden. Ja, Stängelboden mehr Sinn macht. Der ist stabiler, ja. Ein Stängel hätte ich hier irgendwo. Wenn das so ist, dann bauen wir den nochmal. Hier auf den Grill, ne? Lege ich mal eben zwei Läuse. Ja. Ich hatte doch, ich habe hier irgendwo Stängel gesehen, oder? Wie viele Stängel brauchst du? Ein, zwei, viele. Sagen wir mal 30 bis 50. Also jetzt ungelogen. Bitte was? Ja, wenn wir da drumherum bauen, dann brauchen wir so viele. Du willst jetzt was? Ich komme ja nicht mehr raus, ne? Ah, irgendwie hab's doch geschafft. Mann, bin ich gut, doch. Ich bin gut, doch. Seht ihr, ich hätte ihn nicht loben dürfen. Jetzt redet er sich das ein, jetzt redet er sich in Rage. Hi. Hui. Gut, ne? Ja, schon ein bisschen. Aber Asi, grobes Seil, ne? Und ich kann die nicht bauen, weil für mich sind die zwar da, aber ich kann sie nicht bauen. Okay, dann leg du das ab und hol grobes Seil. Wo soll ich das denn herkriegen? Denn ich kann man nicht irgendwie craften. Einfach nur aus, das kann man doch craften. Naja, wie viel brauchen wir denn? Ach du Scheiße. Ich meine, so viel Platz habe ich jetzt auch nicht mehr. Könnte es jetzt bitte mal hell werden? Danke. Ach, fuck my life, jetzt werde ich hier wieder angegriffen von irgendeiner beschissenen Mücke. Puzzle. Ich kann da nichts für, sind nicht meine Mücken. Ich hab. Kannst mir helfen? Ich komm zu dir gelaufen. Danke. Hast du die eigentlich schon mal gelootet? Hm? Und dann lasse ich sie dir liegen, ja? Danke. Ich höre auch schon wieder eine B-Meise. Die sterben aber auch nicht aus, ne? Nein, irgendwie nicht. Da sind sogar schon wieder zwei. Ach, super. Dann geht's ja. Einer rennt wieder weg. Ach, ist mir egal. Ja, mich nicht. Aber wo ist der Supermix R? Hinter, ne? Ja! Da ist er. Weil ich will ja auch nicht in irgendwelche Gegenden reinlaufen. Du weißt, wie das ist, ne? Hast plötzlich eine Wolfsspinne am Knie und so weiter. Das will man nicht. Ja, zumal ich die Giftmutation noch nicht drin habe, aber ich glaube, ich packe die mal eben rein, weil die Schleppmutation brauche ich nicht. Dann haue ich jetzt wieder mal erst die Giftresistenz rein. Und ich hoffe, wir erinnern uns gleich daran, dass wir ja noch die Verteidigungsmutation reinmachen können. Super Mix R Mutation, ja. Kriege ich denn jetzt noch Stängel her, weil die bräuchten wir auch noch. Ja. Ich bin gerade an den Seilgeschichten. Mhm. Ich bin einfach mal zu dir gelaufen. Mhm. Ich könnte ja diesen Löwenzahn hier. Den kannst fällen, du nehmen, ne? Ja. Da sind auch noch so vier Stück drin. Ist klar. Ja. Bin voll. Wo ist denn der Mixer?
Auf der Karte markiert. Es sind zu viele Gegner, Ma. Ich drehe durch. Ich drehe durch. Brauchst du mich, oder? Nein, nein, ich komme wieder zurück. Ich war schon wieder da. Hui! Kannst du immer noch nicht bauen? Ich kann wahrscheinlich nicht, ne? Ich guck mal eben. Ne? Natürlich nicht, ne? Nebengesprungen. Ja, irgendwie kann ich deine Sachen nicht bauen. Doch, jetzt geht's. Fertig bauen kann ich. Aber ich will hier nicht drin sein, weißt du? Nee. Wie komme ich denn hier raus? Kannst nur aus dieser Ecke hier so seitwärts irgendwie raushüpfen. Dann darf man aber nie mehr rein. Merkst mach du mal was? Seitwärts. Geh mal ein Stückchen weiter hoch. Du bist ja nicht ganz oben auf dem Berg. Du kannst ja noch ein Stückchen. Ja, genau, jetzt da. Und mach es. Mach mal seitwärts. So schaffe ich es immer. Ne. Aber vielleicht backe ich mich auch da durch. Ich habe keine Ahnung. Gilt denn für dich diese was es hier schafft. Ja, dann mache ich die anderen Blaupausen hier weg. Weil die bringen ja nichts. Ich kann die nämlich auch nicht bauen. Achso. Ich hatte doch hier irgendwo einen Käfer getötet, oder? Gut möglich, ja. Aber wo? Weiß ich nicht. Auch nicht. Eine Idee habe ich noch. Herstellen. Vielleicht mal so eine kleine Treppe nach oben, damit wir ein bisschen besser hier wieder rauskommen. Treppe. Oh. Oh, da waren gerade Wespen auf dem Weg hier unter den. Hier sind Wespen in der Nähe. Die stinken doch. Ich werde mich jetzt einmal neu einloggen, weil ich sehe wieder nur Blaupause. Und so macht das echt keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. Da erkenne ich einfach gar nichts. Okay. Vergiss aber die Sachen nicht abzusetzen vorher. Sachen abzusetzen. Ach, du meinst die Stäbe? Ja. Stängel. Ich weiß nicht, was mit denen passiert, wenn man sich ausloggt, während man sie trägt. Ja, gute Frage. Hätte ich mit einem jetzt testen können? Habe ich aber nicht. Schmeckt denn dein Kaffee heute? Ja, der ist schon lange weg, Hasi, der ist schon lange weg. Ist der denn hin? Ja, getrunken. Ah, so, du trinkst den? Ja, ja. Okay. Okay, damit muss er erstmal rechnen. Oops, hier. Ach, du baust noch was drüber? Ja, ich dachte mir, ich helfe dir. Ey, wenn du kannst, dann bau da. Ich hab halt. Bitte. Ich würde mich ja freuen, wenn wir diesen Kampf gleich nicht in der Nacht machen müssen. Das wäre ja ein Traum für mich, ne? Naja. Das Lustige ist ja, wir sind ja in der Nacht losgegangen, kommen aus dem Ameisenbau raus und sind wieder in der Nacht. Also, was ist das für ein Quatsch? Ja, nee, wir haben halt den ganzen Tag im, weißt du, im Bau verbracht. Mhm. Haben wir noch Stängel? Wie viel brauchen wir? 5, glaube ich, ne? 4 und 1, glaube ich. 5 Stängel, haben wir noch 5 Stängel irgendwo? Was... Du deine ausgelockt da hinten oder hier unten? Ne, da sind noch Wespen. Ah, Wespe.
mir einfach mal hinterher.